Für Radsportler, die die Herausforderung und den Thrill suchen, gibt es Bikes, die genau das bieten. Um sich im Alltag fortzubewegen, suchen die Menschen aber meist nach anderen Lösungen, nach Rädern, mit denen sie bequem und sicher durch den städtischen Verkehr fahren können. Das Fahrrad ist ein wichtiger Teil der urbanen Mobilität. Das spiegelt auch wieder, dass Verkehrsminister Dr. Wissing Schirmherr der diesjährigen Eurobike in Frankfurt ist. Die Bürgerinnen und Bürger sind begeistert vom Fahrrad und das ist ein gutes Zeichen. Und deswegen müssen wir die Fahrradinfrastruktur so anpassen, dass überall ein einladendes Radwegenetz vorhanden ist. Aber zum Beispiel auch Abstellmöglichkeiten am Bahnhof vorhanden sind, sichere Fahrradparkhäuser. Das alles brauchen wir verstärkt, weil das Fahrrad gerade einen Hochlauf erlebt, der die Menschen begeistert und mich auch. Von einer solchen verbesserten Infrastruktur profitieren dann zum Beispiel Berufspendler, die mit dem E-Bike unkompliziert zur Arbeit und zurückfahren möchten. Wir haben gerade für den urbanen Bereich haben wir viele Modelle, die sehr einfach aufgebaut sind. E-Bikes mit gar nicht großen Akkus, mit versteckten Systemen, die von außen gar nicht als E-Bike auffallen. Die haben kein großes Display, auch die sind sehr schlicht gehalten. Und die erfüllen quasi genau diese Anforderungen. Dass Fahrräder nicht nur zum Sport oder im urbanen Raum zum Pendeln genutzt werden können, zeigt das Gravelbike. Bepackt mit Taschen wird es zum Reiserad, ein boomender Trend in der Fahrradbranche. Das Gravelbike gab es früher nur so im Randbereich und das war eine Nische letzten Endes. Und was deutlich zu sehen ist, dass fast alle Hersteller dieses Thema aufgreifen und auch Gravelbikes letzten Endes in ihr Portfolio aufgenommen haben. Und man sieht, das Rad wird salonfähig und es erobert, ähnlich wie früher das Mountainbike, mittlerweile auch den Markt in ganz Deutschland. Die Bandbreite der Fahrradmodelle wird immer größer. Ein Trend, von dem die Verbraucher profitieren, denn es gibt für alle individuellen Anforderungen moderner und sich wandelnder Mobilität das passende Rad.